Hallo alle miteinander. Sitzt ihr bequem? Dann kann's ja losgehen. Einem Schneider, der ein großer Prahler war, kam es in den Sinn, ein wenig auszugehen. Als er nun draußen war, erblickte er in der Ferne einen himmelhohen Turm. Was sperrte er aber Maul und Augen auf, als er näher kam? Denn der Turm hatte Beine, sprang über den steilen Berg und stand als mächtiger Riese vor ihm. »Was willst du hier, du winziges Fliegenbein?« rief der mit donnernder Stimme. Der Schneider wisperte ängstlich, »Ich will mich umschauen, ob ich mir nicht ein Stückchen Brot verdienen kann.« »Aber wenn so ist, kannst du ja bei mir in Dienst treten.« »Meinetwegen«, antwortete der Schneider und dachte voller Angst, »ich will aber nicht lange bleiben.« Darauf sprach der Riese zu ihm, »Geh und hol mir einen Krug Wasser.« »Warum nimmst du nicht lieber gleich den Brunnen mitsamt der Quelle? Ich könnte sie dir bringen, wenn du es willst«, prahlte der Schneider. »Was? Den Brunnen samt der Quelle?« brummte der Riese, der sich vor der Kraft des Schneiders zu fürchten begann. »Oh nein, das wäre viel zu viel.« Dem Schneider war es recht. Dann befahl ihm der Riese, ein paar Scheite Holz zu hauen. »Warum nimmst du nicht lieber gleich den ganzen Wald? Ich würde ihn dir bringen, wenn du es willst«, fragte das Schneiderlein. »Was? Den ganzen Wald? Nein, das wäre viel zu viel«, brummte der leichtgläubige Riese und fürchtete sich noch mehr. Nun befahl ihm der Riese, 2 oder 3 wilde Schweine zum Abendessen zu schießen. »Warum nicht gleich 1000 auf einen Schuss?« »Was?« rief der Hasenfuß von einem Riesen und war heftig erschrocken. »Lass es für heute gut sein und leg dich schlafen.« Der Riese fürchtete sich so gewaltig vor dem Schneider und dachte hin und her, wie er sich den Diener vom Hals schaffen könne. Am anderen Morgen gingen der Riese und der Schneider zu einem See, um den ringsherum Weidenbäume standen. Da sprach der Riese, »Hör mal, Schneider, setz dich auf eine von den Weiden, ich möchte gern sehen, ob du sie herabbiegen kannst.« Husch, saß das Schneiderlein oben. Doch er hatte sich vorher einen schweren Stein in die Tasche gesteckt. Nun war er so schwer, dass sich die Weidengerte niederbog. Und dann ließ er den Stein fallen und schnellte so weit in die Höhe, dass man ihn gar nicht mehr sehen konnte. Da war der Riese froh, dass er seinen viel zu starken Diener los war. Und der Schneider lief, nachdem er glücklich gelandet war, schnell wieder nach Haus. Und die Geschichte ist aus. Schlaft gut. Du auch. Thank you.